Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge MineCity hier auf dem Minecraft-Projekt in der Version 1.15.1. So, unten sind gerade mal die Pistons abgegangen, wie ich gehört habe. Und ich brauche ganz schön viel Cleanstone, was ich nicht habe. Hier haben wir noch einen Stack. So, dann mache ich hier mal gerade ein bisschen Stein. Oder wir probieren es zumindest. So. Cobblestone, nicht Cleanstone. Und dann habe ich hier doch noch. So. Das ist jetzt nicht so sonderbar viel. Aber ich gebe gerade nochmal noch Kelp holen. Das hier raussortieren. Mit dem Andesit habe ich auch schon was vor. Ja, hier ist Andesit, das gehört da nicht rein. Die gehört hier auch nicht rein. Andesit poliert gehört hier auch nicht rein. Ey, warum räumt denn hier meine Kisten aus und ein? Das gehört hier rein, das gehört hier rein. So, von dem hier brauchen wir. Ja, mit dem Andesit habe ich auch was vor. So, jetzt bin ich gerade mal am überlegen, wenn ich den hier reinmache. Okay, da kriege ich nicht so wirklich schöne Sachen raus. Kann ich den hier zusammen craften? Geht auch nicht mehr. Ist ja Katastrophe. Ah, wir könnten was anderes machen. Wir könnten in der Zwischenzeit mal ein Bäumchen fällen. Aber ich brauche auch noch einen Haufen Holz. Es geht natürlich alles ein bisschen schneller, wenn ihr euch Dia-Werkzeuge verzaubert habt. Ja? Also wenn ihr richtig schnell und schön bauen wollt oder viel bauen wollt, dann verzaubert euch Dia. Werkzeuge. Am besten mit Haltbarkeit und Effizienz. Dann halten sie lange und Effizienz ist natürlich für die Geschwindigkeit. So. Ich werde natürlich gucken, dass ich hier auch gleich wieder Bäumchen anpflanze. Aber jetzt gehen wir gerade mal noch die auf der anderen Seite abbauen. Die hier nämlich. Die müssen erst nochmal dran glauben. Ich habe die ja sowieso eigentlich gebaut, damit ich Rohstoffe kriege. Aber ich denke, später werde ich die hier auch wieder als Deko hinstellen. Sieht nämlich ganz schön aus. Also nicht nur so ein Strich in der Landschaft, sondern mal einen ordentlichen Baum. Der ist ganz schön hochgewachsen, der hier. Ja, da war ein Skelett. Es sind ganz merkwürdige Geräusche inzwischen hier auf der Map. Ich weiß nicht, was da los ist. Vorhin, als ich unten war, als ich den Tunnel ausgebuddelt habe, da waren auch wieder so, ich weiß nicht, mysteriöse Geräusche. Nennen wir es mal so. So, aus Darkwood kommt, oder aus Dunkeleiche, Schwarzeiche,
kommen auch Stöckchen raus. Das ist sehr schön. Kann man gut benutzen. So. Vielleicht droppt da noch der ein oder andere Sapling. Aber wir haben jetzt, glaube ich, 3 Stacks fast. Ja. Damit können wir schon ein bisschen was bauen. Da ist sogar nochmal Holz, habe ich vorhin übersehen. Ja, wenn hier jetzt noch ein bisschen Saplings kommen würden, würde ich mich jetzt nicht beklagen, ne? Einen noch bitte. Unomas Prägung. Ne, das war Unomas, ist japanisch. Das habe ich aus einem Jackie Chan Film. Da spielt er mit, ach, keine Ahnung wie der heißt. Da spielen sie so indianisches, so ein, ach, wie heißen denn die? Italo-Western, sowas in der Art spielen sie da. Und da geht es darum, dass sie also schnapseln und dann halt sagen sie immer Unomas, 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 noch einer, noch einer, noch einer. Witziger Film. So, weg mit dem Sapling. Dann haben wir nochmal 4 als Reserve. Dann, was macht der Stein? Na, nicht so viel. Vielleicht nehme ich die einfach mal mit runter, die Öfen, oder? Das ist doch mal eine Idee. Ich nehme die Öfen einfach mit runter. Den lassen wir hier mal noch. Das nehme ich auch mit. Und noch ein bisschen Koppel. So. Kelp müssen wir gleich noch machen. Also ein Slot muss ich freilassen. So, dann brauchen wir nämlich noch ein paar Kelpblöcke. Das ist jetzt natürlich erstmal ungeschickt. Hey, das geht ja doch. Lol. 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Hätte ich das mal gleich gewusst, dass es geht. Shift und dann einfach auf den Block klicken. So. Zack. Jetzt habe ich nochmal Platz für Cobblestone. Jawollo! Und dann können wir Attacke machen mit dem Bauen. Das finde ich nämlich ganz schön. So, ich werde aber erst jetzt hier irgendwo die Öfen platzieren, dass die schön braten. 1, 2, 3. Na, den hat man schon. So. Gut. So, hier soll das so gebaut werden. So, dann hier auch. Und dann 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, dann kommt hier wieder eine Stütze. Und 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5.
wird man das aber ein bisschen anders machen müssen. Dann machen wir das in die Ecke rein. Zwei frei. So, und dann gehen wir von hier. Zwei. Nee, das gefällt mir nicht so recht. Hä, habe ich einen Fehler? Nee, der steht schon auf der Ecke. Machen wir es halt so. Ja, das ist halt immer das Problem mit dem schönen Bauen und der Symmetrie. Da spiele ich mir oftmals selbst den Teufel. Das ist auch das, was echt tut, ja so. Nervt. 3, 4, 5. Aber ich denke, es ist für ihn noch zu ertragen. Dass ich immer so genau arbeiten muss. 2, 4, 5. Ich vermute, das Holz wird nicht weit reichen. Hier der Boden wird natürlich auch noch schön gemacht. Also da werde ich mir mal noch was überlegen. Eine Möglichkeit habe ich schon. Wenn ihr Möglichkeiten habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare, wie das einfach schön aussieht. Ich habe ja immer meine Bauweise mit den Bahnstrecken, dass ich die eigentlich immer gleich baue. Wenn ihr davon Ideen habt, dann einfach mal wissen lassen. Wenn ihr auch Bock habt mitzuspielen, schaut in die zweite Folge rein. Dort gebe ich euch die Möglichkeit, euch zu bewerben. Und einfach die zwei Punkte eigentlich befolgen. Und dann schauen wir mal, ob ihr bald hier mitspielt. Alter, unabhängig, mehr oder weniger. Also, ich muss sagen, ganz junge Kinder werde ich trotzdem nicht zulassen zum Projekt, ja. Dafür habt bitte Verständnis. Aber es gibt auch Jugendliche, die hier durchaus mitspielen dürfen. Wie bei einigen meiner Projekte. Von dem her habt ihr auch vielleicht auch die Chance. 2, 4, 5. Na, das war doof. Oh, ich bin gleich schon da. Ich bin gleich schon am Ende. 2, 4, 5. Haben wir sogar heute doch noch was geschafft, außer nur gefahren. Nein, jetzt habe ich kein Holz mehr. Alter, ich hätte noch ein Stack mehr gebraucht. Was ich jetzt natürlich wieder nicht habe, ist ein Crafting Table. Wie immer. Die brutzeln noch schön vor sich hin. Das ist gut. So. Ah, warte, brauche ich doch gar nicht. Da, 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 da. Ich bin gerade am überlegen, wie ich das oben baue. Also da oben. Ich fange hier einfach mal kurz an. So möchte ich das haben. Jetzt habe ich die Lampen oben gelassen. Ey, Mist. So, weil hier kommen dann, oder ich mach's mit Fackeln, kommen halt dann Fackeln rein.
mal schnell alle weg. Dann ist es nämlich, ups, erledigt. Ich hoffe mal, dass es mit der Beleuchtung reicht. Wenn nicht, muss ich mir da noch was anderes überlegen. So, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht. So. Das war jetzt natürlich wieder intelligent. Kommt nämlich so hin und nicht anders. So. Zack, zack, zack. Ja. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann würde ich mich über ein Abo von euch freuen. Einfach abonnieren, keine Folge mehr verpassen. Ich spiele im Moment auf YouTube oder für YouTube Minecraft. Und ab dem 20. Januar wird es auch wieder das RP-Projekt geben im LS19. Allerdings auf unserer eigenen Karte. Ja, auf der Grünfelder Land. Wenn ihr wissen wollt, was da abgeht, dann einfach mal bei der Map Preview zur V04 reinschauen. Die kam ja bei euch schon sehr gut an. Und wir sind immer noch dran, ordentlich an der Karte zu arbeiten, um dann Ende Januar im Release 1.0 eine ordentliche Version abzuliefern. So. Das soll es aber heute gewesen sein von der heutigen Folge Mine City. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis morgen. Tschüss.